Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zu einer kleinen Runde Overwatch auf meinem Kanal Grumpy Flash. Und ja, heute mache ich mal ein kleines Case Opening. Was heißt Case Opening? Es sind vier Kisten. Ist nichts Besonderes, nichts Großes, aber die habe ich halt noch. Und das mache ich mal ganz schnell und dann werden wir mal eine Runde spielen. Wahrscheinlich nur eine Runde, weil die Folgen ja, die ich normal aufnehme, ein bisschen kürzer werden als die Stream-Twitch-Geschichten, die ich hier rüber sende. Dazu kommt, dass ich jetzt mal XSplit als Aufnahmeprogramm ausprobiere. Also es läuft gerade XSplit, kein Shadowplay, weil man damit halt auch sehr gut aufnehmen kann. Und ich will mal schauen, ob die Performance da genauso ist. Die Webcam muss ich aber leider ausblenden, weil, wie man vielleicht ein bisschen hören kann, der Heuschnupfen ist bei mir extrem hardcore. Also ich kann kaum was sehen. Muss Augentropfen ohne Ende nehmen und Tabletten hier und Tabletten da. Und ja, deswegen habe ich die Facecam jetzt mal kurz aus. So, jetzt schauen wir mal. Lootbox Nummer 1. Ich denke mal, zu dem Spiel muss ich nichts mehr sagen. Jeder kennt es, jeder hat mitbekommen, was Overwatch ist. Jeder weiß, dass es da Lootboxen gibt. Die kann man für echt Geld holen oder halt pro Levelaufstieg kriegt man die. Und da können halt legendäre Skins drin sein, Spray-Icons und lauter so Geschichten. Geld, Gold, also Ingame-Geld. Und wir haben schon direkt was Episches, was richtig nice ist. Und es ist, glaube ich, sogar was, was ich noch nicht habe. Die drei Sachen, die habe ich schon. Das sieht man an diesem Bling-Bling. Das bedeutet, das wurde gegen Ingame-Gold eingetauscht. So, schauen wir uns das mal an. Tschö, ja. Tschö. Tschö, ja. Tschö. Alles klar. Nächste Box. Na, geht so. Ein blaues. Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Die Wall, die ist cool als Spray. Nehmen wir direkt mit. Ausrüsten. Nächste Box. Komm schon. Ja. Was ist es? Nein, den hab ich schon. Warum? Warum? Also das ist ein Legendary Skin für die Mercy, für die Heilerin, und den habe ich halt schon. Dafür kriege ich halt 200 Gold. Siegerpose, Panzer, das ist ja nice. Ich hasse Bestien eigentlich, aber die Pose ist cool. Siegerpose lässig, die ist auch nice. So, habe ich auch neu. Das Spray Symmetra, ja, so. Eine Box habe ich noch. Seht mal, wie schnell diese Boxen weg sind, ey. Oh, was Episches. Habe ich auch schon. Das Coole ist aber, Entschuldigung, Wer sich mit mir einlässt, spielt mit das habe seinem ich jetzt Leben. alles schon. Jetzt habe ich aber wieder genug Gold, um mir noch einen epischen Skin zu holen. Bin jetzt noch am Überlegen. Ach, ich kann mal kurz die Preise zeigen. Hier, ne? Zwei Lootboxen, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 40 Euro. Ja. Kann man machen. Würde ich aber nicht so oft machen, sonst, ne? Habt ihr bald ein leeres Portemonnaie oder einen leeren PayPal-Account? Jetzt wollte ich mal schauen. Ich habe, glaube ich, schon von jedem ein Legendary außer hier. Von dem. Wo fehlt mir noch ein Legendary? Wobei, ich kann mir jetzt eh nur einen epischen holen. Wer hat denn coole epische Skins? Ich glaube, der keiner hat coole epische Skins, die ich noch haben will. Nee. Ich glaube, ich spare das Gold. Ja. Ich muss aber bei meinem Reinhardt mal den Skin wieder ändern. Ich habe beim Reinhard sehr viel Glück gehabt. Guckt euch das mal an, ey. Den habe ich mir geholt. Ne, mit Gold und die anderen. Der hier war in der Kiste drin. Der hier war in der Kiste drin. Der hier war in der Kiste drin. Ja, der war in der Kiste drin. Vom Reinhard habe ich fast alles. Das Einzige, was noch fehlt, ist der hier. Wie der Infi so schön sagt, der Tampon-Skin. Weil der halt so komplett rot ist. Gefällt mir auch eher weniger. Mich gerade überlegen, was ich wieder ausrüste. Ob ich mal wieder meinen schwarzen Ritter nehme oder Steinhardt, ist halt auch geil. Dann komme ich nehme mal Steinhardt. Steinhardt, Reinhardt. Und jetzt spielen wir mal eine Runde, komm. Ach, der Brawler der Woche ist eigentlich ganz lustig. Kann ich mal zeigen. Für Leute, die es noch nicht wissen. Bei Overwatch gibt es immer pro Woche, wie bei Heroes of the Storm, die Heldenrotation gibt es hier. Ein Brawl, der immer wechselt. Zufälliger Held nach Tod ist jetzt der Brawl momentan. Und wenn ihr den Held bekommen habt nach dem Tod, könnt ihr den nicht wechseln. Also es ist sehr zufallsbasierend. Hier diese Runde. Und diesen Monat sollen anscheinend die Ranked-Spiele kommen. Und ein Patch. Und die Hitbox soll verbessert werden. Und bla 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 bla. Ganz viel. Könnt ihr auf GameStar nachlesen oder auf anderen Seiten. Keine Ahnung. Mal gucken.
rechts ist Panamura. So, da bin ich wieder. Jetzt sind wir in Hanamura und greifen erstmal an. So, was nehme ich denn? Ach, komm, ich nehme Reinhardt. Was soll's? Ich nehme doch eh wieder keinen Tank. Ich muss dazu sagen, es kann sein, also ich bin im Spiel eigentlich schon sehr gut, muss ich sagen. Hab auch schon Level 54 mal sehen kann, was im Vergleich zu anderen wenig ist, weil es gibt Freaks, die haben schon 138 oder mehr. Was schon Hardcore ist, also ich habe schon viel gespielt, aber naja. Ja, Problem bei Random-Gruppen ist halt einfach, man kann gut spielen, wie man will. Wenn die Random-Gruppe kacke ist, dann, ja, was will man machen? Es ist ein Team-Game. Ne? Dann verliert man meistens. Oder sieht halt auch eher schlecht aus. Jetzt muss ich mal gucken. Zwei Junkrats, ne? Kein Heiler, sagt schon alles. Ja. Mal gucken, ne? Vielleicht nimmt jemand einen Heiler. Was für ein Bursch da. Ach ja, Emotes gibt's hier. Coole. Da habe ich auch schon sehr viele bei diesen Sprüchen. Emotes habe ich hier leider nur noch das, Standard. Naja. Nimmt jemand einen Heiler? Nein. Gut. Ich kann das schon mal sagen. Ah doch, es nimmt jemand einen Heiler. Sehr gut, danke schön. Rempf oder Remp, wie auch immer. Hast du gut gemacht. Hast du fein gemacht. Deinen Namen merke ich mir. Der kommt auf meine Liste. Wie bei Full Metal Jacket. Da links oben ist schon direkt die Widowmaker. Ja, kommt Leute. Nur der Heiler ist hinter mir, glaube ich. Boah, kommt aber auch Schaden rein, ey. Ich muss jetzt irgendwie mal da rein chargen. Weil langsam tut's mein Schild weh. Komm, Heiler, komm her. Sehr gut, warte. Wenn ich jetzt rein charge, bin ich eh tot. Wo sind denn die anderen von mir? Komm. No risk, no fun. Heiler, Heiler! Ich glaube, der Heiler ist tot. Schweinepriester, ey. Was haben die denn? Bastion? Ja gut, Bastion und Torbjörn mit Symmetra in der Kombi ist halt fast unbesiegbar. Wenn die jetzt noch schlau sind und die Widowmaker gegen eine May tauschen würden, würde ich mal stark behaupten, dass wir keine Chance haben, da reinzukommen. Ein großer Fehler, den viele Leute auch machen in Random-Gruppen, die laufen halt alle einzeln vor. Ne, da läuft der Nächste, dann hier sieht man den Pfeil, der Nächste und ne, die sollten schon auf mich warten und mit mir zusammen da rein. Okay, der Bastion ist jetzt wieder da. Komm, geh da weg. Ja, Tracer. Hampel da vorne rum, wenn der Bastion da steht. Das ist... So, ich charge jetzt nochmal rein. Gucken, ob die Leute hinterherkommen. Aber jedes Mal, wenn ich hier... Ich laber zu viel. Jedes Mal, wenn ich hier rein charge, müsst ihr euch vorstellen, das funktioniert so. Bei der Stelle hier, wenn ich rein charge, sind die Leute vom Gegnerteam erstmal auf mich fokussiert. Also mindestens 3-4 Leute. Wenn das passiert, sollten meine Leute reinlaufen. Wie man sehen kann, ist aber keiner reingelaufen. Ja. Ja, und ich bin wieder tot. Übrigens, das ist meine Meinung, keine Ahnung, was andere Leute dazu sagen. Ich finde, McCree muss genervt werden. Ja, der wird ja auch genervt im nächsten Patch, aber Bastion, der mich gerade umgeholzt hat in 2 Sekunden, muss auch genervt werden, weil das ist einfach abartig, was der macht. Guckt euch das mal an. Ich bin Tank und der macht mich in 2 Sekunden platt. Gut, jetzt war es Zenyatta, aber ohne die Hilfe von Bastion hätte er mich nie so schnell platt bekommen. So, oh, meine Ultimate ist bereit. Die pfeffer ich jetzt gleich mal rein. Ja, so Sachen wie Widowmaker und Bastion müssen genervt werden. Weil die Widowmaker ist halt im Fernkampf und Nahkampf extrem stark und der Bastion, ja, den kann man zwar auskontern, aber mit der Schussrate, die der hat. Ja, seht schon. Also, no chance. So ist das, ne? Mein Team ist halt für den Arsch. Außer der Heiler. Der ist gut. Aber der Rest,
Ich meine, die Ferrer ist anscheinend zu blöd reinzufliegen. Ich weiß, versuche ich es nochmal. Mitte chargen, die sind gerade beschäftigt. Er hat seine Ulti an der Best, schon muss ich jetzt aufpassen. So, ihr seht. Ich stehe wieder alleine da, wie immer. Keiner kommt hinterher, die zwei Pfeile sind immer noch vorm Eingang. Ja. Obwohl die eigentlich genug Platz haben, eben zum Reinlaufen. Ich meine, die waren alle in der Mitte, die Gegner. Das ist halt das, was ich meine. Wenn ihr in dem Spiel kein Team habt, keine Freunde, mindestens ein, zwei Leute, mit denen ihr zusammenspielt, ist das halt einfach frustrierend und kacke. Man kann natürlich Glück haben und kann auch ein gutes Team erwischen, wo es dann gut läuft, aber hier ist das Gegnerteam halt extrem gut eingespielt gerade. Und ja, da machst du halt nichts. Wer schubst mich denn hier? Na, kommt mal her, Leute. Hopp. Rein da. Soldier bleibt hinterm Schild. Das ist auch sowas. Ey, die laufen vor mein Schild. Mein Schild ist extra dazu da. Um sich halt da hinten dran zu stellen. Um da rein zu chargen. Jetzt ist wieder keiner da. Jetzt stehe ich wieder alleine hier. Komm, Soldier, geh auf den Punkt. Geh auf den Punkt. Alter. Kommt, Leute. Jetzt bleibt mal hier stehen. Ey. So, eingenommen. Weiter geht's. Man sollte, wenn man so einen Punkt eingenommen hat, so schnell wie möglich zum nächsten Punkt rushen und das Beste, am besten als geschlossene Gruppe. Ach, Bestien steht da. Ja, ja, ich hab dich schon gesehen, mein Freund. Kleiner Bastard, du. Ey, ich bin fast down. Das ist einfach so krass, wie viel Damage der reinrotzt. Ich gehe unten rum, da ist nämlich noch ein Erste-Hilfe-Paket. Seht ihr? Das sollte man sich auch mit der Zeit merken auf jeder Map, wo ungefähr diese Erste-Hilfe-Dinger liegen. Was das Spiel für euch viel einfacher macht, glaubt mir. Weil es gibt Leute, die sammeln das halt nie ein und hoffen, dass der Highlimer alles macht, aber mit diesen Paketen kann man schon ein bisschen mehr pushen und erreichen. Ja, Bestien wieder. Ja, war klar. Das ist echt, ich hasse diesen Typ. Guckt euch das an. Guckt euch an. Gut, ich hatte keine volle HP, aber trotzdem. Das ist einfach, ja. Bereit für mehr. Die Highlights werden auch überarbeitet, habe ich gestern gelesen. Weil die Highlights noch zu sehr auf Kills basieren. Und die Leute wünschen sich halt, dass es auch mal andere Highlights gibt, wie eine besondere Aktion, die halt wichtig war, oder eine besondere Einnahme vom Ziel, oder was weiß ich. Ey, das ist einfach nur krank. Komm. Hier, frisst das. Schweinepriester. Ich werde auch die Rückrunde wahrscheinlich nicht aufnehmen, also die jetzt gleich kommt und wir dann verteidigen. Weil ich einfach mit dieser Random-Gruppe keine Lust habe. So. Entschuldigung. Ja. Aber Bestien macht mich auch im Stehen kaputt. Ich meine, er muss sich auch nicht da aufbauen und irgendwie mit meinem G-Schi, mit der Minigun schießen. Nein. Dann auch mit dem normalen Gewehr. Das ist. Wir nerven erstmal McCree, sage ich nur. Ach Gott, ey. Ich habe 31 Sekunden nur Zielfortschritt. Ne? Also habe auf diesem Punkt gestanden, habe schon Gold. Das ist eigentlich schlecht. Aber ich hatte auch schon so Zeiten wie über 3 Minuten so in einem Match. Das ist gut. Das ist eine gute Zeit. Also, wenn wir mal sehen, wie gut die anderen sind. Wenn ich mit so einer Zeit hier schon Erster bin. Beziehungsweise Gold hab. Ja, schön. Aber erstmal hier hinsprayen. Nach links tun wir eigentlich. Du kommst mit. Ja, so macht man das. Farrah gammelt hier rum. Man scheint mal oben irgendwie da von der anderen Seite hinzufliegen. Heilung kriege ich auch keine. Schön. Jetzt haben wir 2 Pharaohs oder was? Super, toll. Heilung habe ich immer noch keine. Wo ist unser Heiler? Das ist doch echt was. Wo ist denn der Bestien schon wieder? Da steht er. Das ist halt sowas, was ich meine. Warum gammeln jetzt die Pharaohs hier rum mit mir? Wahrscheinlich halt einfach mal sich aufteilen. Einer von vorne angreifen, oben hochfliegt. Ja? Nee, die warten jetzt hier, gucken sich 10-mal die Wand hier an. Komm, rein da. Jetzt gibt es eine Abfuhr.
Wow, Bastion ist down. Jetzt stehen bleiben. Leute, stehen bleiben. Hierher. Zenyatta, hierher. Auf den Punkt. Komm, hol den Knochen. Danke. So machen wir das. Hab mich jetzt ein bisschen gewundert, dass wir gewonnen haben, ehrlich gesagt, aber. Was? Nice Ultimate Timing, ja. Oh, Zenyatta hat ein Highlight. Das ist sehr selten, dass ein Highlight ein Highlight. Oh, ein Highlight, ein Highlight. Seht ihr, das war wieder ein Kill. Es ist immer ein Kill. Kill, Kill, Kill. Meistens. Sehr selten ist es mal was anderes als ein Kill. Ah, cool. Gebe ich mir erstmal selber das Ding nach oben. Was cool ist bei dem Spiel hier, wenn ihr es erstmal an einem neuen Tag gewinnt, kriegt ihr 1500 XP Bonus. Müsst jetzt hier unten eigentlich dabei stehen. Match Ende. Sieg. Komm, Tagessieg. Goldmedaille. Wo ist mein Tagessieg? Erster Sieg des Tages, ja. So, ich gehe da jetzt raus. Aber wie gesagt, mit random Gruppen. Ich wollte nochmal eine Runde spielen, ein paar Boxen aufmachen und X-Split testen. Jetzt bin ich mal gespannt beim Rendern gleich, ob X-Split so toll ist. Ja. Oder ob das ein bisschen leckt oder ruckelt im Vergleich zu Shadowplay. Gut, dann würde ich sagen, das war's für eine Folge Overwatch und mal gucken. Vielleicht mache ich demnächst wieder ein paar Boxen auf und denkt dran, auf meinen Twitch-Kanal zu gehen, der ist neu. Für die Leute, die noch die alte Adresse benutzen oder von den alten Followern. Die Adresse hat sich geändert, der Kanalname auch. Und, boah, meine Stimme, ey. Ja, seht ihr auch auf meiner YouTube-Seite. Könnt ihr ja draufklicken, dann seid ihr direkt auf dem Kanal. Weil ich werde jetzt die nächste Zeit öfter twitchen, streamen, anstatt aufzunehmen, weil es halt einfach angenehmer ist, es geht schnell. Man muss nichts rendern, man kann interaktiv halt mit den Leuten zocken und ja. Und es haben sich viele gewünscht. Flash, stream doch mal. Stream doch mal. Warum streamst du nicht? Haben alle gesagt. Alle streamen. Ich meine, gut, dann stream ich halt auch, Mann. Lass mich doch in Ruhe. Was geht ab? So. Ciao. Macht's gut. Wir sehen uns.